Hallo zusammen. Der Frühling kommt raus, ich komme raus und was gehört noch dazu? Natürlich das Frühlingsrelease von ECU-Test. Dieses Mal ist es die 2022.1. Und ich habe die Freude und das Privileg, euch heute und hier die Neuigkeiten und die Highlights vorzustellen. Was wäre ein Neuerungsvideo ohne Neuigkeiten im Bereich ADAS? Im Bereich ADAS bieten wir Neuigkeiten, was das Robot Operating System angeht. Das wird ja in vielen Bereichen eingesetzt, um Co-Simulationsplattformen aufzubauen oder um digitale Zwillinge zu etablieren. In ECU-Test haben wir jetzt eine Tool-Anbindung für ROS 2 mit der 2022.1 eingeführt, die es ermöglicht, ROS-Topics aufzuzeichnen und in der Trace-Analyse auszuwerten. Ich habe gerade von digitalen Zwillingen gesprochen. Es gibt durchaus aber natürlich auch Situationen, in denen man keine Zwillinge, Doppelgänger oder Man in the Middle haben möchte, beispielsweise in der Bordnetzkommunikation. Da werden zunehmend heutzutage kryptografische Maßnahmen eingesetzt, Technologien wie IPsec, um die Buskommunikation zu verschlüsseln, insbesondere im Ethernet. Und für unsere eingebaute Ethernet-Lösung im ECU-Test bieten wir jetzt ab der 2022.1 die Möglichkeit, IPsec-Kommunikation aufzubauen und auch über solche gesicherten Netzwerke zu kommunizieren. Ja, im Bereich Ethernet möchte man Kommunikation verschleiern, unzugänglich machen. Im Bereich Multimedia haben wir jetzt gerade genau das Gegenteil durchgeführt. Wir haben seit der Etablierung von Multimedia als Testfunktionalität in ECU-Test Standardfilter mit ausgeliefert, die im Bildlesen-Testschritt zum Einsatz kommen konnten. Die waren leider bisher dem Testschritt vorbehalten. Jetzt haben wir dafür eine API geschaffen und somit sind die Standardfilter, die wir ausliefern, auch im Berechnungsschritt auf Image-Objekten wie auch in der Trace-Analyse auf Frame-Objekten verfügbar. Außerdem haben wir im Bereich Multimedia die eine oder andere Kleinigkeit an den angeschlossenen Tools geändert, beispielsweise bei Squish und beim Göpel Video Dragon. Und damit springen wir in die Performance. In der Version 2021.4 haben wir bereits einen intelligenten Filtermechanismus für Ethernet-Kommunikation eingebaut, um den hohen Datenraten gerecht zu werden. Jetzt in der 2022.1 steht dieser Filtermechanismus als Offline-Filtermechanismus für die Trace-Analyse zur Verfügung. Damit können wir der servicebasierten Kommunikation gerecht werden und die Performance für die Analyse deutlich steigern. Ein anderes Thema im Bereich der Performance ist das Einlesen von R2L-Dateien. Das konnten wir jetzt deutlich beschleunigen, indem wir den Parser optimiert haben und Einlesevorgänge parallelisieren. Die Trace-Analyse kann nicht nur in Sachen Performance Fortschritte vorweisen, sondern hat auch zwei neue Funktionen zu bieten. Auf der einen Seite ist es ein neuer Trigger-Modus, in dem man Zeitbereiche um ein Trigger-Event herum definieren kann, indem man Zeiträume vorgibt, die davor und danach berücksichtigt werden. Das heißt, ich spanne das um das Event auf. Ich sage, 2 Sekunden vor dem Event sind für mich relevant und 3 danach. Dann habe ich einen Zeitbereich von 5 Sekunden, in dem ich dann meine Analyse durchführen kann. Diese Zeitbereiche können sich jetzt sogar überlappen. Die zweite Neuerung ist in der Signalaufnahme. Hier kann ich meine Aufnahmen zusammenfassen zu einer neuen MDF4-Aufnahme, die ich dann später unabhängig von Datenbasen verwenden kann. Ich kann also beispielsweise BLF- und ASC-Aufzeichnungen machen, kann dann die interpretierten Signale in eine MDF4 rausschreiben, sodass ich hinterher keine Abhängigkeiten mehr zur Busdatenbank habe. Das bringt einige Vorteile mit sich und ich habe eine kompakte Aufzeichnung für spätere Analysen. Was liegt nach dem Thema Traces näher als Traceability und Abhängigkeitsmanagement? Man konnte bisher in Packages auch schon angeben, welche Abhängigkeiten sie haben, also andere Packages verlinken. Jetzt haben wir das erweitert, man kann direkt auch noch Package-Versionen verlinken, um die Abhängigkeiten noch besser zu überwachen. Das geht einerseits sehr komfortabel in der GUI, aber wir haben dafür auch eine API geschaffen, um das besser in größere Mechanismen einzubauen. Größere Mechanismen. Ja, bisher ging es ganz viel um große monolithische Lösungen wie das hier, teuer, groß. Heutzutage will jeder in skalierte Umgebung kleine Wegwerflösungen wie das hier. Dafür bieten wir eine Plattform, unsere Automotive DevOps Plattform. Da haben wir auch bei unserer Ausführungsverteilung Neuerungen mit eingebracht. Playbooks haben Abhängigkeiten zu Workspaces und den ganzen Artefakten, die darin liegen. Diese Workspaces kann man jetzt beim Export eines Playbooks gleich mit exportieren und damit in Testguide für die Ausführungsverteilung verfügbar machen. Außerdem verfügt die Ausführungsverteilung und das Playbook jetzt über die Fähigkeit, Konfigurationswechsel und Parameterdateien, wie man sie aus ECU-Test kennt, auszuführen. Damit habe ich all mein Pulver verschossen. Das Release-Video ist zu Ende.
Ich würde mich freuen, wenn ihr schnellstmöglich ECU-Test 2022 1 runterladet, ausprobiert, in euren Abteilen ausrollt und uns so viel Feedback gibt wie nur möglich. Denn wir sind immer bestrebt, ECU-Test noch besser zu machen und den Funktionsumfang an euren Anforderungen immer weiter zu erweitern. Bis ich euer neues Feedback habe, bleibt mir nichts anderes übrig, als an den Themen zu arbeiten, die uns schon auf dem Tisch liegen. Ich denke, da könnte das eine oder andere Interessante für euch dabei sein in der 2022-2. Gehabt euch wohl, genießt den Frühling. Tschüss, bis zum nächsten Mal.